Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Heute geht es darum, die Proben zu untersuchen auf Feros. Nee. Matano Maroon See Cluster. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geth-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. Ja, gerne. So, wo ist er denn? In den Maroon 5C-Cluster. Matano, da. Sehr schön. So, Supai. Das finde ich Supai. Supai weist die Zusammensetzung eines Eiszwergkleinigten auf, ist aber für einen solchen Himmelskörper ungewöhnlich groß. Die dünne Atmosphäre besteht aus Krypton und Xenon. Die gefrorene Oberfläche ist durchsetzt mit versprengten Vorkommen Kalium und Leichtmetallen, die durch kryovulkanische Prozesse an die Oberfläche befördert wurden. Supais vereiste Oberfläche wurde von passierenden Handelsschiffen oft als Trinkwasserquelle verwendet. Seitdem die Allianz ihren Anspruch auf Chaska erhoben hat, berechnen im Orbit platzierte Satelliten jedem auf der Welt landendem Schiff automatisch den entsprechenden Betrag für die Oberfläche entnommene Wassermasse. Exogenia hatte es nicht leicht, diesen Planeten Satelliten einsatzfähig zu halten. Häufig kam es zu Unfällen durch Zusammenstöße mit von Schiffen ausgestoßenen Trümmerteilen. Wir haben Magnesium entdeckt, ja. So, Illappa. Ach du Scheiße, ist ja schön. Illappa ist ein rubinroter Wasserstoff-Helium-Gasriese, dessen ungewöhnliche Farbe durch die Verschmutzung der Atmosphäre zustande kommt. Zu dieser Welt gehören 120 Monde, eine der höchsten Gesamtzahlen unter allen bekannten Systemen. Sobald die Kolonisierung Chaskas in vollem Maße beginnt, wird im Illappa-System vornehmlich auf dem großen Eisenmond Konyaraya eine Infrastruktur für die Helium-3-Gewinnung errichtet. Mhm. Was mit Apo? Apo ist eine felsige Welt voller vulkanischer Basaltgebirge, die ständig von geologischen Aktivitäten erschüttert wird. Zwar gibt es hier nicht viele aktive Vulkane, aber die Kontinentalplatten schieben unaufhörlich neue Gebiete auf, wodurch die Landschaft ständig verändert wird und sich neue Hänge bilden. Apo hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoffdioxid. Aufgrund der ununterbrochenen Erdbeben und Erdrutsche ist die Erforschung der Oberfläche nicht empfehlenswert. Die trümmerbedeckten Wracks von einem halben Dutzend Forschungsschiffen bilden ein stummes Zeugnis für die Instabilität des Planeten. Ja. Auf Chaska werden wir wahrscheinlich landen. Ja. Und Inti. Inti ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Ammoniak und Helium. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natriumoxid mit Vorkommen Magnesium. Seine Dichte ist eher gering, weshalb er Matano in gebundener Rotation umläuft. Inti ist eine wenig bemerkenswerte Welt, der kaum mehr als ein oberflächlicher Scan nach Liegeplätzen von Piraten zuteil wird, wenn Patrouillen der Allianz das System anfliegen. Chaska. Chaska ist eine große Welt von geringer Dichte, die ihren weiter innenliegenden Nachbarn Inti im Wesentlichen gleicht. Wie auch Inti umläuft Chaska Matano in gebundener Rotation, weil immer dieselbe Seite der Sonne zugewandt ist, gibt es eine glühend heiße Tag- und eine eisige Nachtseite. In den gemäßigten Zonen um die Schattengrenze herum liegen die Temperaturen im Schnitt bei um die 30 Grad. Zusammen mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre erlaubt dieser schmale Streifen bewohnbaren Terrains eine begrenzte Kolonisierung durch Menschen. Chaskas Ring ist einzigartig. Er hat den Anschein, als halte es sich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks um ein gewaltiges Stück außerirdischer Installationskunst. Die Ringe bestehen aus kleinen Stücken synthetischen Materials und sind von Weltraum aus fast unsichtbar. Für einen Betrachter am Boden fangen sie das Licht Matanus ein und streuen es auf malerische Weise. Es ist unbekannt, wann und von wem dieser Ring geschaffen wurde. Chaska befindet sich in einer sehr früheren Entwicklungsstadium und es gibt kaum mehr als ein paar die Oberfläche verstreute Pionierteams. Man ist noch dabei, Informationen zu den örtlichen Gefahren und zur Ökologie zusammenzutragen, während auf der Erde eine gewaltige Rekrutierungswelle für Kolonisten vorbereitet wird. Aha.
Das heißt, wir nehmen unsere Menschen mit hier, Ashley und Kai dann. Und es scheint so, als wären wir in der Schattenseite, würde ich mal behaupten. Squad, habe ich da eigentlich wieder Punkte? Ja. Machen wir mal Elektronik. So, und Erste Hilfe. Kaidan hat 3 Punkte für Erste Hilfe und Überlastung. Ashley hat 3 Punkte für Fitness erstmal. Und Erste Hilfe. Wo müssen wir hin? Beziehungsweise, was müssen wir hier genau machen? Achso, wir müssen eine Untersuchung starten. So, erstmal umdrehen und dann zur Anomalie begeben. Perfekt. Muss auch schrecklich sein, hier zu wohnen, ne? Wenn es keinen Tag, keine Nacht gibt, sondern nur so Schatten. Deswegen, Planet mit gebundener Rotation. Außerdem müssen die ja Erdbeben satt haben, glaube ich. Ja. Falsche Taste. Ich will auch nicht aussteigen. Vor allem, wenn er auf ebenem Terrain geparkt ist, weißt du? Voll die Lüge. Das ist einfach nur, wenn der nicht mehr rollt, wenn er nicht mehr wirklich schnell ist, dann kann man aussteigen. Terrain, voll bescheuert, weißt du? Ich hab schon so... Ach so, auf so 380 Grad hängen, jetzt ist der Witz weg, weißt du. Ich das so auf diese Berge, ne? Das ist so ein richtig unnötiges Feature. Das, vor allem ist das Traurige, das hätte man ja richtig leicht lösen können. Einfach so ein paar Hügel, ne? Irgendwie sowas wie hier jetzt gerade, nur die Spitze quasi. Das wäre vielleicht okay gewesen. Hätte nicht gestört. Nein, sie müssen da überall durchgehend den Himalaya reinpacken. Was haben wir denn hier? Eine Kiste, die wir bergen sollen. Proteanische Daten ist gefunden. In der Kiste befinden sich einige kleinere proteanische Artefakte, darunter auch eine intakte proteanische Datenliste. Sie scheint in hervorragendem Zustand zu sein. Ein Medizinkit, ein Technikkit und eine mittelfähige schwere Dechiffrierung. Neue Sachen, neues Glück. Was haben wir denn da so? Eine Katana, die wir nicht brauchen. Eine Pistole. Okay. Munition, was haben wir da? Wolfram und... Kühlkörper 2, warum ist das da drin? Granatenmods, auch nicht. Rüstung, okay. Dann können wir ja weitermachen. Einmal über die Pyramide. Weil ich ja dachte, da wäre das Ding. So. Und rechts. Nein, falsche Taste gedrückt. So. Fahren wir in die richtige Richtung. Ich denke, es ist da so auf dem anderen Plateau. Nice.
Das ist halt richtig nice. Da freue ich mich immer, wenn ich solche Berge sehe, wo ich nicht hochkomme. Dann denke ich mir, wow, ist eine Herausforderung. Wow. Der richtige Eddie Wallet. Oder wie der heißt, ne? Eddie Wallet, glaube ich, ne? So. Gefällt mir halt richtig. Ist mega geil. 10 von 10 IGM. Nette Spielwelt. Wo sind denn alle? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gott. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Ja. Okay. Heißt hier sind viele Hass. Was ist los? So, Leute, macht mal. So. Ja, das haben wir, würde ich sagen. So. Eine Pistole, ein Bioverstärker, eine Schrotflinte. Mhm. So, schade eigentlich, dass die ganzen Innenräume echt alle immer gleich aussehen. So. Die unterscheiden sich ja halt eigentlich wirklich nur noch darum, was für ein Kampf findet hier statt. So, noch mehr Sachen. Hiernach kann ich mal wieder mein Inventar aussortieren. Als wenn das alles war. Joa. Aha. Okay, weiter. Raus und zur nächsten Station. Repetitive Missionen. Okay, das ist irgendwo rechts hier. Dafür müssen wir bestimmt da hoch. So, da. Haha. So. Was ist denn hier so schönes? Hast du's? So. Wo ist der denn hingeflogen? Ich verstehe, das ist natürlich auch übermütet für so eine Federung, dass man da über einen 2 cm Hindernis fährt. Das kann man dem schon nicht zumuten. Das ist hart. Hart wie mein Lineal. Auf dem Schreibtisch. Los, los, los! So, blub. Huch. Was soll denn das? Das hätte ich auch mal automatisch an, hier die Dinger anlegen. So, was ist denn hier für euch? Das hätten wir. Hier ist sonst nichts. Ah, ist gleich ein Ausrufezeichen. Was das wohl bietet?
Terminal. Ein Technikett. Oh, da war noch was. Eine Kiste, die leicht verschlossen war. Aha. Ganz viele Kisten. Ja, natürlich. So. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Jo. Okay. Das war doch jetzt nicht alles, oder? Das war alles. Also, Mass Effect 2 war gut, ne? War ja relativ abwechslungsreiche Station und Mission. Aber Mass Effect 1, ne? BioWare, seid doch für Missionen bekannt. Was ist los? Rein, Husks, alternativ Creeper, alternativ Piraten töten. Bis zum Ende, da ist ein Terminal. Das ist nicht euer Ernst. Hoffe ich doch mal. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja, natürlich. So, habe ich das Gebäude schon? Scheint so. So, da ist noch eins. Weiß ich nämlich nicht, ob ich da schon war, ist das Problem. Ich fahr vorsichtshalber lieber hin, nicht dass da noch was ist. Wo ich denn extra dafür dahin muss. Aber ich glaube, hier waren wir dann auch schon mal. Da sind auch schon Leichen. Nope, 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 das hatten wir. So, Ausrüstung. Da haben wir wieder so komische Sachen. Die wir nicht brauchen. Stufe 5 Waffen, also bitte. So, Hurricane. Nee. Behalten wir aber. Die Storm können wir wegmachen. Edge-Pistolen der Stufe so und so. Warum Kessler-Pistolen? So, Striker können wir mal behalten. Das ist die ich habe. Eine Hammer verkaufen war. Es ist sogar schon, wir sind irgendwo über 1000, aber es wird schon gar nicht mehr angezeigt. Oh, sorry. Falsch gedrückt. Ich habe auf meine Pistole echt kein Erweiterungsding gehabt. Sonderbar. So. So. Wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Oh, tschüss.